Wir erwarten, dass der Regierungsrat Gelder freigibt, weil wir für eine Weiterführung des Wintertickets sind. Kaiserupana lehnt es ab, weil wir für einen Fusionsprozess auf Augenhöhe sind. Kaiserupana lehnt es ab. Und darum meine ich, darf der Regierungsrat nicht Kaiserupana belohnen und uns strafen, sondern er muss im Sinn und Geist vom oberen Toggenburg die Gelder sprechen, die nachher Investitionen auslöst bis 40 Millionen Franken.